Menschen geben vor, für sich selbst auch, dass sie glücklich sind. Weil nämlich, wenn man unglücklich ist, dann ist man, im Englischen würde man sagen, eine Failure, dann ist man ein Misserfolg. So muss man also die Maske des Zufriedenseins, des Glücklichseins tragen, denn sonst verliert man den Kredit auf dem Markt, dann ist man ja kein normaler Mensch, kein tüchtiger Mensch. Aber Sie müssen sich doch nur die Menschen ansehen, braucht man hier nur zu sehen, wie hinter der Maske eine Unruhe, Gereiztheit, Ärger, Depressionen, Schlaflosigkeit, unglücklich sein, das, was die Franzosen genannt haben, die Malaise, liegt. Man hat ja schon am Beginn des Jahrhunderts von der Malaise du siècle gesprochen. Das, was Freud genannt hat, das Unbehagen in der Kultur. Aber es ist gar nicht das Unbehagen in der Kultur, es ist das Unbehagen in der bürgerlichen Gesellschaft, die den Menschen zum Arbeitstier macht und alles, was wichtig ist, die Fähigkeit zu lieben, für sich und für andere da zu sein, zu denken, nicht ein Instrument zu sein für die Wirtschaft, sondern der Zweck alles wirtschaftlichen Geschehens, das macht eben die Menschen so, wie sie sind. Und ich glaube, es ist eine allgemeine Fiktion, die Menschen miteinander teilen, dass der moderne Mensch glücklich sei. Aber diese Beobachtung, die habe nicht nur ich gemacht, das können Sie also einer ganzen Reihe von Leuten finden. Und man braucht nur selbst die Augen aufzumachen und sich nicht vom Schein trügen zu lassen. Ja, sich nicht vom Schein trügen zu lassen, das haben Sie ja gemacht als Therapeut. Sie greifen ja bei dieser Aussage auf Ihre Erfahrung als Therapeut zurück. Genau. Ich habe seit 1926 analysiert und viele hundert von Fällen von jüngeren Kollegen überwacht und kontrolliert. Und das sind empirische Dinge, die sich herausstellt, denn die Leute, die als Patienten kamen, die kamen gewöhnlich, weil sie irgendein kleines Symptom hatten oder dieses oder jenes. Und wozu sie erst aufwachen mussten, war, dass sie tief unglücklich sind, dass sie mit dem Leben unzufrieden sind, das Leben keinen Sinn macht. Und dass daraus erst die verschiedenen Symptome kommen, nämlich Versuche für dieses Unglücklichsein zu kompensieren. Das auch, dass die Menschen, die wir gemeinhin als normal bezeichnen, dass die von ihrem Standpunkt aus krank sind? Oh ja, die Normalsten sind die Kränkesten und die Kranken sind die Gesündesten. Das klingt geistreich oder vielleicht zugespitzt, aber es ist mir ganz ernst damit, es ist nicht eine witzige Formel. Der Mensch, der krank ist, der zeigt, dass bei ihm gewisse menschliche Dinge noch nicht so unterdrückt sind, dass sie in Konflikt kommen mit den Mustern der Kultur und dass sie dadurch, durch diese Friktion, Symptome erzeugen. Das Symptom ist ja wie der Schmerz nur ein Anzeichen, dass etwas nicht stimmt. Glücklich der, der ein Symptom hat. Wie glücklich der, der einen Schmerz hat, wenn ihm etwas fehlt. Wir wissen ja, wenn der Mensch keine Schmerzen empfinden würde, wäre er in einer sehr gefährlichen Lage. Aber sehr viele Menschen, das heißt die Normalen, die sind so angepasst, die haben sich so, die haben so alles, was ihr eigen ist, verlassen. Die sind so entfremdet, so Instrumente, so roboterhaft geworden, dass sie gar keinen Konflikt mehr empfinden. Das heißt, ihr wirkliches Gefühl, ihr Liebe, ihr Hass, das ist schon so verdrängt in oder sogar so verkümmert, dass sie das Bild einer chronischen, leichten Schizophrenie bilden. Sehen Sie die Ursachen dafür in unserer Gesellschaft? Nun, die Ursachen scheinen mir ganz offenliegend zu sein. Unsere Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Prinzip, dass das Ziel des Lebens ist, die größere Produktion als Kompensation und auch als Notwendigkeit, die größere Konsumption und dass die Wirtschaft ist das und der Fortschritt der Wirtschaft, der Fortschritt der Technik, das ist das, wofür wir leben, nicht der Mensch. Was dem Menschen nützt, das interessiert wenig, wenn man darüber denkt, was das Ziel ist, worauf wir
hinauslaufen. Sogar nicht einmal, was dem Menschen schadet, spielt eine Rolle. Viel, das ist ja notorisch, viel von unserer Anzeigen und Reklamen preist Dinge an, die ausgesprochen tödlich und schädlich sind, wie zum Beispiel, das wurde ja jüngstens viel erörtert, die Milch, die man nach Afrika schafft, die Frauen dazu verführt, die Kinder nicht zu nähren, aber viele Kinder sterben daran, weil gar nicht die Möglichkeit besteht, das richtig und genügend anzuwenden. Aber das kommt darauf nicht an. Wenn es um den Profit geht, hat man kein Gewissen, Menschen zu schaden. Und wenn man ein noch drastisches Beispiel nehmen will, dann braucht man ja nur an die Profite an der Rüstungsindustrie, an den Verkauf von Rüstungen durch die ganze Welt, an alle Menschen, sogar der atomischen Energie zu denken. Und was dem Menschen dabei geschieht, ist ganz gleichgültig. Das hat aber erst in der industriellen Zeit, im industriellen Zeitalter angefangen. Im Mittelalter war es eben nicht so. Da war, und in den meisten Kulturen war es nicht so, da war die Kultur, diente dem Menschen. Und die Wirtschaft war ein Zweck. Freud hat selbst eine der schärfsten Kritiken an der bürgerlichen Gesellschaft gegeben, ohne es zu wissen. Nämlich die bürgerliche Gesellschaft ist eine neurotische Gesellschaft, weil sie beherrscht wird vom Prinzip des Habens, des Ansammelns, des Akkumulierens, des Behaltenwollens, des Geizes letzten Endes. Daraus würde aber doch folgern, Herr Fromm, dass die Industriegesellschaft die eigentlich unterentwickelte Gesellschaft ist. Menschlich ist sie die unterentwickelte Gesellschaft, sicher. Wenn ich mir ansehe, eine Gesellschaft von einem Stamm in Afrika oder noch von einer urwüchsigen Bauernleben, wo es das noch gibt, ja, die sind doch menschlich viel höher entwickelt als wir.